Dementsprechend würde ich auch sagen, dass wir uns einfach reinstarten und wir beginnen mit dem, ich würde sagen, bestimmenden Thema. Welches wir in den. Ich glaube, wir müssen weiter nach hinten, ne? Nicht weiter nach vorne. Jetzt dürfte man uns beide sehen. Jo. Haben wir einen kleinen Denkfehler gehabt? Ja, das bestimmte Thema, was wir ja gehabt haben jetzt in den Medien, ist der Tod von Alexander Nawalny. Und darüber werden wir zuerst sprechen und gucken da mal in den Spiegel-Beitrag rein, den wir da vorausgesucht haben. Der gibt uns so ein bisschen so einen Eindruck, wo das Ganze jetzt stattgefunden hat, also wo das Gefängnis war, wo der gestorben ist und alles. Habt ihr den Ton gehört? Oder kann es sein, dass ihr den Ton nicht gehört habt? Bitte einmal rückmelden. Okay, habt ihr nicht. Nicht gehört. Dann muss ich kurz eine Veränderung in den Einstellungen vornehmen. So, jetzt müsste es gehen. Die Aufnahmen zeigen eine abgelegene, aber auf den ersten Blick heile Welt. Zum russischen Weihnachtsfest Anfang Januar hatte die Stadtverwaltung die Straßen schön geschmückt für seine offiziell 6.413 Einwohner. Es soll schließlich behaglich sein. Ganz anders sieht es hinter diesem unscheinbaren Eingang aus, in der berüchtigten Strafkolonie Nummer 3, die den Namen Polarwolf trägt. Hier wurde Alexei Nawalny seit Dezember gefangen gehalten und verstarb unter noch ungeklärten Umständen am 16. Februar. Die Strafkolonie gehört zu den härtesten in ganz Russland. Nawalny war hier wiederholt in Einzelhaft und soll auch gefoltert worden sein. Nach seinem den Behörden zufolge plötzlichen Tod wurde sein Leichnam weiter in die Kreisstadt Salekhard gebracht, etwa 50 Kilometer vom Straflager entfernt. Und etwa 1950 Kilometer nordöstlich der russischen Hauptstadt Moskau und des Kremls. Wie denken die Menschen im Ort über den Tod des bekanntesten Oppositionellen im Land? Er hat sich ebenso verhalten. Hätte er vielleicht eine andere Politik verfolgt? Natürlich weiß ich nicht, was dort mit ihm geschehen ist, aber meine Einstellung zu dem Hauptdarsteller, um ihn mal so zu nennen, ist eine negative. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ist er gestorben oder wurde er ermordet? Ich kann nur raten. Null Information. Ich bin nicht sein Unterstützer. Er war viel zu weit weg von uns. Wir haben hier ganz andere Probleme. Wir sind keine Anhänger von Nawalny, wissen Sie? Er hatte vielleicht in einigen Punkten recht. Er hat Dinge getan. Er hat einen schweren Fehler gemacht, als er nach Russland zurückkehrte, meine Meinung. Natürlich tut er mir einerseits leid, als Mensch. Ich finde, das hat halt so, das Video hatten wir uns gerade noch vorher nochmal angeguckt, hat halt so krasse Diktatur-Vibes, einfach diese Interviews. Also wo die Leute sich halt so mega vage und so mega vorsichtig ausdrücken. Ja, ich bin kein Unterstützer von ihm. Er hat einzelne richtige Sachen gesagt. Er hat Dinge getan. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Wenn Unrecht passiert ist, dann sollte man was dagegen tun. Ich habe Vertrauen in die Behörden. Ja. Ja, wild fand ich auch am Anfang, dass in dem Spiegelbericht noch gesagt wurde, dass die Stadt offiziell irgendwie 6.400 Einwohner hat. Das klingt einfach so wieder nach dem, wir zweifeln erstmal an, was die Russen das sagen, selbst wenn es darum geht, wie viele Einwohner die Stadt hat. Ja, eigentlich, ich glaube schon, dass jeder in dieser Stadt, wenn jetzt speziell das so ein kleines Örtchen mit 6.000 Einwohnern ist, hat, glaube ich, jeder eine Meinung dazu oder hat sich damit beschäftigt, weil jeder weiß halt auch, dass der Typ da interniert wurde und so.
Ja, Nightmare, du fragst, ob in den deutschen Medien auch gesagt wurde, wie Nawalny so politisch inhaltlich steht. Ich habe es nur teilweise mitbekommen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es schon primär in den deutschen Medien eben darum ging, Nawalny ist jetzt tot und Nawalny war ja eigentlich so der Lieblingsoppositionelle, der, also zumindest für Deutschland, ich glaube aber in den restlichen westlichen Staaten war es nicht unähnlich, da gab es ja auch schon Beileidsbekundungen und Gedenkgeschichten. Aber gerade in Deutschland war Nawalny ja wirklich so der Oppositionsstar. Wurde ja auch hier nach der vermutlichen Vergiftung, der ist ja mit dem Flug, den er innerhalb von Russland hatte, gab es ja diese vermutliche Vergiftung von ihm durch den Geheimdienst. Und da wurde er ja auch hier ins Charité in Berlin geflogen. Hat sich dann im Schwarzwald, glaube ich, war es auskuriert. Das war ja auch ziemlich groß hier medial dann verfolgt. Und dann ist er, glaube ich, wiedergekommen und wurde dann direkt verhaftet. Genau, er ist dann entgegen des Anratens vieler Leute wieder nach Russland zurückgekehrt und wurde dann zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Also er war ja, glaube ich, mehrfach auch schon vorher immer wieder im Gefängnis gewesen. Unter anderem dann auch zusammenhängend mit eben den unterschiedlichen Wahlen, wo er teilgenommen hat oder wo er versucht hat, teilzunehmen. Ich glaube, er war ja mal im Rennen für den Bürgermeisterposten von Moskau gewesen und dann hat er sich auch zur Präsidentschaftswahl aufgestellt. Ja, und die Sache mit, wie Alexei Nawalny eigentlich inhaltlich steht, das ist ja auch eine ganz interessante Sache. Das ist ja so das, was man dann auch häufig in der deutschen Linken immer betont hat, oh, das wollen wieder alle nicht drüber reden, dass das eigentlich ein Rechtsliberaler ist. Und das stimmt ja auch, dass eben das, wie man das auch beispielsweise bei ukrainischen Rechten hatte, jetzt nicht so ein riesiges Thema war. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass von dem, wie ich das wahrgenommen habe, also ich habe mich auch nochmal mit ein paar Diaspora-Leuten hier aus Russland und der Ukraine darüber unterhalten. Und so wie es scheint, ist es auch so, dass es wohl einen gewissen Wandel gab. Also Nawalny war ja ursprünglich auch mal so, dass er eben an den großen nationalistischen Märschen teilgenommen hat und auch mit Rechtsradikalen und Nazis zusammengearbeitet hat. Und jetzt mit seiner großen westlichen Öffentlichkeit und zum Ende hin hat er sich wohl auch immer mehr, also ist immer mehr in so eine liberalere Richtung gegangen. Von eben ganz klar eigentlich Teile von rechtsradikalen, rechtspopulistischen Positionen hin zu mehr so einem vagen Liberalismus. Also so oder so, jetzt unabhängig davon, wie man zu Nawalny steht, ist es ja irgendwie offenkundig, dass es halt ein sehr starker Ausdruck von Diktatur ist, wenn man seine größten oppositionellen Feinde in irgendwelchen Strafkolonien interniert und die dann da halt vor sich hinrotten lässt und die langsam halt irgendwie versterben, wie auch immer. Das ist ja nicht genau definiert, wie oder klar, wie der jetzt gestorben ist, aber der ist ja, glaube ich, einfach bei einem Hofgang bei großer Kälte einfach umgekippt, laut offiziellen Angaben. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß man halt nicht. Aber generell, ja, ist es offenkundig, dass es halt ein Markenzeichen auch so ein bisschen der russischen Diktatur, dass sie halt ihre oppositionellen Köpfe halt umbringen lässt. Oder sehr weit wegsperrt. Ja, also es ist ja auch, sagen wir mal, gerade, glaube ich, ein Zeitpunkt, an dem das auch einfach funktioniert, wo es von mehr Leuten in der Bevölkerung gedeckt wird, nicht so stark kritisiert, weil einfach gerade Krieg ist. Ja. Da kannst du den Leuten das immer besser verkaufen. Dementsprechend, klingt das alles schon recht sinnig. Gucken wir mal weiter den Beitrag noch zu Ende. Meist sind hier Nachfragen zu den berühmtesten Insassen der nahegelegenen Strafkolonie einfach nur unerwünscht. Angesichts der Repressionen des Regimes gegenüber... Okay, ich muss jetzt 5 bis 10 Liegestütze machen. Soll ich eigentlich die Kamera dafür nehmen? Dass man nein. Also du gehst einfach auf den... Ja, ich gehe einfach auf den Boden und ich... Oh, verdammt. Hervorragend. Ich kommentiere das mal. Ganz toller Augenblick. Nightmare. So, vor allem auch bei den, jetzt noch bei den Nachrichten, das ist eigentlich total hohl. Und du musst auch 5 bis 10 machen.
Ja, die haben sich doch mal abgesprochen, Sadio. Hier ist gar kein Platz. Seminararbeit schreiben oder Livestream schauen, bitte helft mir. Ich würde sagen, versuch's mit Multitasking, wir müssen wir ja auch. 7, 8, 9, 10. Okay, Leute, es waren 10. Das waren, glaube ich, keine 10. Das waren 10. Das ist ein hervorragender Augenblick für sowas. Aber das macht ja Streaming aus, ne? Ja, absolut. Das ist ganz groß. Ist ja an sich auch tatsächlich jetzt mal strukturunterstützende Geschichte. Und ist auch eine gute Sache, sich mal zwischendurch ein bisschen zu hier ertüchtigen. Ist der Kopf gleich viel klarer. Ja, können wir schön jetzt außer Atem hier. Ja, mach mal eben das Video zu Ende, dann kann man noch mal ein paar Takte dazu verlieren. Über politisch Andersdenkenden kaum verwunderlich. Wir kennen ihn nicht und wir wissen nicht, was dort passiert ist. Wir können nichts über ihn sagen. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Es ist alles im Stillen geschehen. Sollen Sie die Dinge doch klären. Sie heißt die örtliche Staatsanwaltschaft. Allerdings will sich das zuständige Gericht erst in 1,5 Wochen mit dem Fall beschäftigen. Nawalnys Mutter Ludmilla ist Anfang der Woche in die Stadt gereist. Mit einer Klage will sie die Herausgabe des Leichnams ihres Sohnes erreichen. Dieser soll in diesem Haus liegen, in der örtlichen Pathologie. Hier soll die Leiche wegen chemischer Untersuchungen noch 2 Wochen unter Verschluss bleiben. Die Verhandlung zu dem Antrag von Ludmilla Nawalnaja soll für den 4. März angesetzt worden sein und hinter verschlossenen Türen stattfinden. Alles andere wäre an diesem Ort wohl auch undenkbar. Ja, das war ja jetzt das aktuelle Thema. Ich meine, Nawalny ist jetzt schon ein paar Tage tot, aber das aktuelle Thema, die aktuelle Frage war ja wegen seinem Leichnam, wie es da entsprechend weitergeht. Und der wurde ja jetzt übergeben, und das haben die auch nochmal am Ende des Beitrags gesagt, dass es ja so ein Brauch ist, dass es halt irgendwie nach 9 Tagen dann diese Beisetzung gibt, so eine öffentliche. Mhm. Und das wird dann jetzt wahrscheinlich auch nicht passieren, oder? Wenn der noch 2 Wochen da irgendwie in so einer Gerichtsmedizin rumliegt. Ja, vor allem weiß man ja auch ehrlich gesagt dann wieder nicht, was in der Gerichtsmedizin da passiert. Also ich meine, 2 Wochen, das klingt auch wieder so, als könnte es da dann auch einfach nur zur Vertuschung genutzt werden. Das sind alles so Sachen, da kann ich jetzt nichts genau sagen. Ich finde auch die Idee schon total plausibel, dass es wurde ja vorher schon gesagt, dass sein Gesundheitszustand recht schlecht ist, dass er auch einfach wirklich durch die Haftbedingungen dahin gerafft wurde. Weil ja. Ich meine, das wurde ja, glaube ich, hier auch einmal kurz gezeigt, das ist da oben in so einer autonomen sibirischen Teilrepublik Russlands, das ist das Lager, wo es ja wirklich dann auch in den Wintermonaten minus 30, minus 40 Grad mal kalt werden kann. Mhm. Also ja, das würde mich nicht wundern, wenn das auch darüber einfach passiert ist. Ja, was ich auch noch ganz spannend dazu fand, was mir gar nicht so bewusst war jetzt in Gesprächen, dass es auch eine recht starke Kritik an Nawalny von ukrainischen Leuten gibt. Hm. Weil ich glaube, wir haben ja häufig auch so im Kopf, Nawalny, ukrainische Front gegen Russland, das passt alles eben super zusammen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass bei einigen ukrainischen Leuten oder bei recht vielen Nawalny extrem umstritten ist, weil er damals eben nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim, dieser stillen Annexion da, er sich auch zwar kritisch geäußert hat darüber, wie das passiert ist, aber im Endeffekt auch gesagt hat, dass die Ukraine jetzt akzeptieren soll, dass die Krim russisch bleiben wird. Und ich glaube, er hat dafür auch so ein Begriff, das habe ich erst gar nicht verstanden, als mir das erklärt wurde, dass es
sich bei der Ukraine nicht um ein Bologna-Sandwich handeln wird, was man irgendwie so hin und her schieben kann. Mhm. Und das wurde jetzt eben von sehr vielen ukrainischen Leuten auch im Internet recht populär aufgegriffen, die dann so Memes eben gepostet haben mit jetzt so einem Sandwich, was in die Mülltonne geworfen wurde. Mhm. Oder so einem verschimmelten Sandwich, wo so... Okay. Weil er deswegen eben sehr kritisch gesehen wird und die ihn dann auch nicht für eine richtige Opposition halten. Und das wusste ich auch nicht, dass auf ukrainischem Twitter sich beispielsweise das auch so ein bisschen etabliert hat, so die Haltung zu vertreten und das auch immer wieder so zu posten, there is no such thing as a good Russian. Und es gibt keine guten Russen, außer du machst so einen absoluten, brichst komplett mit allen, mit allem, was mit dem russischen System irgendwie zu tun hat und widmest dich voll und ganz dem ukrainischen Widerstand. Mhm. Das fand ich schon ziemlich krass, wie sich da auch in so eine nationalistische Richtung der Diskurs verändert hat. Und die begründen das tatsächlich dann damit, dass die auch sagen, das ist eigentlich das Gleiche wie zu der Zeit der NS-Diktatur, wo es ja auch diese Idee gab von, es gibt keinen guten Deutschen, und verbinden das dann damit. Ja, genau, das ist die andere Frage, Fosco. Und das habe ich dann wiederum von der russischen Seite eben dann auch gehört, dass für die Leute tatsächlich und selbst für die Leute, die einfach nur jetzt noch nicht mal irgendwie den Angriffskrieg oder Putin komplett ablehnen, dass für die eben der Verlust von Nawalny ein unfassbar großes Ding war, weil eben er die relevanteste Oppositionsfigur war und viele Leute denken, wenn er jetzt weg ist, dann kommt halt nicht mehr so viel. Also, ich meine, wenn man sich das anguckt, Nawalny war jetzt auch wirklich nicht irgendwie extrem erfolgreich. Das ist jetzt nicht, dass man sich das so vorstellen kann, wie eben Ampelregierung, AfD, irgendwie von der Stärke seiner politischen Bewegung. Das war unfassbar fragmentiert und das war ja auch überhaupt nicht zusammenhängend. Der war ja eher so ein Kopf, um den sich viele Oppositionskräfte eben sammeln konnten. Aber trotzdem ist das eben wohl für viele Leute in Russland dann auch ein ziemlich herber Verlust von dem, was ich gehört habe. Und ja, hat ja eben vor allem auch diesen nicht kompletten Bruch mit dem russischen System, sondern eher eben gegen Putin und vor allem auch Antikorruptionshaltung und jetzt zum Ende auch eben gegen den Krieg die Position im Endeffekt in Russland vertreten und auf sich versammeln.